Wie das israelische Künstlerduo Gil und Moti mit seinen Aktionen die Araber als Freunde gewinnen will, wie Bilder aussehen, die nur auf den ersten Blick lustig wirken und wie sich die Liebe zu den Katzen in Kunstwerken niederschlagen kann. Das alles zeigt derzeit ein Rundgang durch die Linzer Galerien, auf den wir Sie sehr gerne mitnehmen wollen. Miau nennt Peter Sengl seine Ausstellung in der Galerie Seidler in Linz. Natürlich darf man bei diesem Titel Katzen erwarten. In seinem Katzenzirkus tummeln sich kleine Biester und Kuschelkatzen. Peter Sengl hat eigentlich von frühester Akademiezeit schon immer einen großen Bezug zu Tieren gehabt. Ein großer Tierliebhaber. Er hat während des Studiums schon in Schönbrunn sich tagelang mit den Tieren beschäftigt und hat auch immer mit Katzen zusammengelebt. Bis zu 4 Stück haben bei ihm in seinem Loft gewohnt. Viele Künstler waren vom Wesen der Katze fasziniert, von Klimt bis Renoir. Und wer den Samtpfoten wie Peter Sengl eine ganze Serie widmet, muss schon selbst ein großer Katzennarr sein. Peter Laha hat Bühnenbilder für ganz große Opernhäuser gebaut. In der Mailänder Scala oder im Schauspielhaus Zürich feierte er internationale Erfolge, bis ihn seine dunkle Vergangenheit einholte. Geschichten aus der Kindheit erzählt der Künstler in seinen Bildern. Diese Kindheit war aber alles andere als bunt. Nein, war es nicht wirklich. Ich bin zur Malerei gekommen, weil es eine Bewältigung von Kindheitstraumatisierungen waren, auch von Kindesmissbrauchsgeschichten, die es gab. Und ich habe halt in der Malerei eine therapeutische Möglichkeit gefunden, sozusagen von diesen Erlebnissen zu reden. Erst die Kunst hat ihm ermöglicht, Depressionen und den familiären Wahnsinn, wie er sagt, aufzuarbeiten. Schritt für Schritt malt er seine Kindheitswunden weg. Zu sehen in der Galerie Paradigma auf der Linzer Landstraße. Zwillingspaare sind immer ein Hingucker, wobei sich die beiden Künstler Gil und Moti nur identisch kleiden, aber keine Geschwister sind. Die zwei Männer sind miteinander verheiratet, leben in Holland und zeichnen sogar im Duett. Außenstehende sind das Thema ihrer Kunst. Die beiden Israelis sind besonders darum bemüht, Arabern Gutes zu tun und Vorurteile abzubauen. Über die Jahre sind wir auch selbst in Europa ruhiger und toleranter geworden. Wir haben in Europa viel gelernt, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir Israelis sind oder in Europa leben. Wir haben uns angewöhnt, nach Lösungen zu suchen und nicht nur auf Probleme zu zeigen. Momentan sind sie in Linz zu Gast und arbeiten hier mit Jugendlichen. Die Arbeitsergebnisse dokumentiert derzeit das Kunstmuseum Lentos.